Warum ist das Leben auf dem Land eigentlich so schön, Rosi? Weil man so richtig mit der Natur mitleben kann. Man erlebt die Jahreszeiten intensiver. Und ich glaube, dass das reale, das wirkliche Leben eigentlich nur auf dem Land stattfindet. Den Computer muss man ja deswegen nicht wegschmeißen, oder? Na, den braucht man schon. Brauchen wir beide, ja. Und warum machen wir beide das Buch zusammen? Wir machen das deshalb. Ich lebe zum Beispiel schon seit über 30 Jahren auf dem Biobergbauernhof mit Bienenzucht. Ein toller Honig übrigens. Und ich bin auf dem Dorfgasthaus, Gasthof aufgewachsen und träume seitdem vom Leben auf dem Land. Also passen wir ganz gut zusammen. Und was erzählen wir in dem Buch? Wie man sich so ein bisschen den Traum vom Landleben verwirklichen kann, auch wenn man in der Stadt lebt oder wohnt. Zum Beispiel, wie man sich Hühner hält. Ja, meine Lieblingstiere, die sind so schlau und so süß, wie man Brot bäckt. Auch, oder wie man sich Gemüse zieht. Wie man mit Obstwiesen umgeht, denn Marmelade von Bäumen, ja, und Sträuchern, die man kennt, genau, die schmeckt einfach viel, viel besser. Wie man Küchenkräuter anbaut und auch Heilkräuter. Es fließt auch ganz vieles von dem alten Wissen von unseren Vorfahren mit hinein in dieses Buch. Da bringst du mich immer wieder zum Staunen, ja, das ist toll. Und ich glaube, dass die Leute sowas wirklich wollen und dass sie es auch brauchen, oder? Genau so ist es. Ja. Wir brauchen es. Ja. Alle.